Eine unbändige Wut. Eine, die viele Menschen auf die Barrikaden bringt. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Der Protest formiert sich auch bei den Linken. Ein heißer Herbst wurde da angekündigt. Peinlich nur, dass die gleiche Parole schon von den Rechtsextremisten rund um die AfD verwendet wurde. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Auch ansonsten klingt vieles eigenartig ähnlich, was Teile der Linkspartei und Rechtsextreme da gerade fordern. Vor allem Sarah Wagenknecht und ihre Leute liefern sich gerade einen populistischen Überbietungswettbewerb mit der AfD. Vor allem, wenn es ums Thema Wirtschaftssanktionen gegen Russland geht. Das alles sehr zum Entsetzen großer Teile der Linkspartei. Die treibt vor allem eine Sorge um, dass die Grenzen zum rechten Rand verwischen und am Ende Rechtsextremisten die politische Ernte einfahren könnten. Julia Reges und Andreas Maus. Leipzig, Montag vergangene Woche. Die Linkspartei demonstriert gegen steigende Energiekosten, Inflation und Armut. Mehrere tausend Menschen sind gekommen, Auftakt zum sogenannten heißen Herbst. Zeitgleich demonstrieren auf demselben Platz mehr als 1000 Menschen aus der rechten und rechtsextremen Szene. Auch sie reden vom heißen Herbst. Die Forderungen? Nord Stream 2 öffnen, Sanktionen beenden, Verhandlungen mit Russland. Und sie suchen dabei den Schulterschluss mit der Linken. Menschen drüben vor der Oper, lasst uns heute gemeinsam in Leipzig demonstrieren, egal ob rechts oder links, egal mit welcher Fahne oder mit welchem Schild oder Transparent. Ein Redner hier ist auch der extrem rechte Publizist Jürgen Elsässer. Auch er umgarnt die Linken, fordert Sprechchöre für deren wohl prominentestes Mitglied, Sarah Wagenknecht. Und deswegen rufen wir hier alle mal, damit denen da drüben die Ohren klingen, Sarah, 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 Sarah. Sarah Wagenknecht, bejubelt von Rechtsextremen? Offiziell grenzt sich die Linkspartei klar vom rechten Rand ab. Auch in der Russlandfrage wurden auf dem Bundesparteitag im Juni klare Beschlüsse gefasst. Unter anderem Sanktionen gegen Putins Machtapparat und Solidarität mit dem Widerstand in der Ukraine. Doch prominente Mitglieder wie Sarah Wagenknecht konterkarieren diese offizielle Parteilinie immer wieder, so wie vergangene Woche im Bundestag. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Und deshalb Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Verhandeln wir in Russland, mit Russland, über eine Wiederaufnahme der Gaslieferung. Wir sind nicht unabhängig. Einen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen? Genauso klingt das bei der AfD. Wir haben einen Wirtschaftskrieg begonnen gegen Russland, indem wir Sanktionen gegen Russland beschlossen haben, die hauptsächlich unserer deutschen Wirtschaft, die unserer Bevölkerung schaden werden. Ein inhaltlicher Schulterschluss also mit der AfD? Sarah Wagenknecht weiß das von sich und schreibt Monitor. Wer Kritik an der Politik der Bundesregierung pauschal als rechts diffamiert, spielt den Mächtigen in die Hände.